Hey ho, und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Let's Play Minecraft. Ja, genau. Jo, wir wollten ja in eine Höhle und normal sollte auch dieser Mr. Battle Area Gewinner dabei sein, aber ist immer noch nicht. Keine Ahnung, irgendwie ist der immer on, wenn ich gerade offline bin. Aber naja, kriegen wir auch noch hin. In eine Höhle gehen wir auf jeden Fall noch nicht, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn wir in der Höhle verschollen sind und der dann auf das Spiel bzw. auf die Welt kommt. Deswegen würde ich sagen, ja, dann müssen wir eh hier bleiben. Machen wir unser Lager mal ein bisschen weiter. Dafür brauchen wir Stein. Und ich würde sagen, das ist natürlich auch scheiße jetzt hier wegen dem Sand. Was machen wir denn da? Das stürzt uns sonst alles auf den Kopf. Obwohl, wir müssen das ja sowieso. Ja, wir machen die Wand ja sowieso anders, also kann der Sand auch erstmal weg. Bleibt trotzdem das Problem, dass uns der Scheiß auf den Kopf fällt, also müssen wir ein Stück runter. Wie viel? Ja, hier haben wir kaum noch Platz. Boah, ist das blöde. Das bleibt. Ah, Mann, ich bin zu schnell. Ja, war ja klar. Wir gehen hier dann noch weiter runter. Ich hasse Sand. In solchen Situationen kann man Sand überhaupt nicht gebrauchen. Sag mal so. Habt ihr eigentlich auch schon von diesem super krassen Artikel gehört? Beziehungsweise habt ihr das schon gelesen? Und zwar, jetzt kommt's. Berlin vorbei. Mist, ich habe mich im Wort überschlagen. Ich wollte eigentlich eine andere Musik hören, habe ich vergessen einzustellen. Ich habe gerade richtig Lust auf Super Mario. ja, Berlin verbietet Weihnachten, habe ich da irgendwas gelesen. Also hallo? Als ich das gelesen habe, dachte ich, ich wäre ein Film oder so. Oder was weiß ich, bin ich wach? Hallo? Hä? Ja. Ist klar, Fred. Also, das ist ja mal der Hammer, ne? Wie können die so ein Scheiß schreiben? Weihnachten verbieten, weil irgendwelche Muslime, ja, das ist jetzt keineswegs rassistisch gemeint oder sonst irgendwas, aber nur weil die sich dadurch belästigt fühlen, okay, ich kann auch sagen, okay, dann will ich, dass muslimische Hochzeiten verboten werden, weil die ewig hier rumfahren und rumhupen wie die Berserker, könnte ich auch sagen. Ja, ist aber jetzt noch nicht böse gemeint oder so. Ist nur jetzt mal ein Beispiel. Also das ist ja wohl absolut erbärmlich und lächerlich, was die sich da... LOL? Einfallen lassen haben. Die können nicht einfach Weihnachten verbieten. Hallo, das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Warum? 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 Wie kommt man auf so eine Scheiße? Das kapiere ich jetzt selber nicht. Ja. Das hätte mehr Nachteile und wird mehr Probleme bringen als alles andere. Warum? Ja, erst einmal die Geschäfte, ja. Ein Großteil der Einnahmen im Jahr kommt durch das Weihnachtsgeschäft. Also zur Weihnachtszeit nehmen Geschäfte sehr viel Geld ein, was sie auch gut gebrauchen können. Wenn jetzt auf einmal Weihnachten verboten wäre, glaube ich auch, dass viele nicht mehr einkaufen gehen zu Weihnachten.
Warum? Ich kann da, ich fasse es selber nicht. Mir fällt gar nichts mehr dazu ein. Also sowas Bescheuertes habe ich in meinem Leben nicht gehört. Und allein schon die Tatsache, dass so ein Scheiß geschrieben wird, wird schon wieder Probleme auslösen. Ich glaube, so mancher reagiert da richtig allergisch drauf auf solche Themen und rastet da auch ein bisschen aus. Ich kenne da zum Beispiel jemanden, erzähle ich euch jetzt mal, dem habe ich das gestern gezeigt. Ihr glaubt nicht, wie der abgegangen ist. Ich renne hier schon voll dumm durch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also der ist sowas von ausgerastet. Boah, ich habe eine Idee. Wir verbinden das. Wir machen das hier zu. Dann machen wir hier Türen hin. Als direkter Weg in diese Höhle. Glaubst du, wer du bist? Jo, so machen wir das. Also, ich weiß nicht. Also, der Typ ist sowas von agro momentan, deswegen. Die Frage stellt sich, ist das eigentlich auch nur ein Scherzartikel? Also, das, man könnte meinen, das ist ein Joke, weil sowas Hirnamputiertes habe ich noch nicht erlebt. Warum Weihnachten verbieten? Wie kommt man auf die Idee? Ich krieg das nicht in die Birne. Was meint ihr? Ja, mich würde mal interessieren, was denkt ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Also ich bin überhaupt nicht da mit zufrieden. Was heißt zufrieden? Also ich komme damit überhaupt nicht klar, würde ich mal so sagen. Mir fehlen die Worte. Das merkt man bestimmt. Mir fehlen die Worte. Zu sowas Absurdem. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so beschissen. Da wird es auf jeden Fall Proteste geben. Wenn das jetzt wirklich ernst gemeint ist und kein Scherz ist, wird es da ordentlich krachen demnächst. Weil, hallo, wir leben hier in Deutschland. Deutschland. Christentum und so. Die sollen mal nicht so tun, als wenn die hier einfach machen könnten, was sie wollen. Das ist absolut nicht böse gemeint gegenüber den ausländischen Bürgern hier, aber die müssen sich integrieren, nicht wir, ja. Nur weil die sich da irgendwie belästigt fühlen wegen ein bisschen Weihnachtsdekoration und Weihnachtsfesten, ja. Kann man irgendeiner Religion nicht die Feier verbieten und schon gar nicht Weihnachten. Darauf basiert die Religion doch eigentlich, auf Jesus und so weiter. Ihr Volk könnt mir ja folgen, ist so easy, ne. Guck mal, ich renne hier schon völlig desorientiert durch die Gegend. Da könnte man noch richtig ausrasten, meine Güte. Aber naja, ich beschäftige mich nicht allzu sehr jetzt damit in diesem Video, weil man merkt, mir fehlen einfach schon die Worte. Ja, wir brauchen Stein, deswegen passen wir uns hier gerade mal ein bisschen die Höhle an. Machen uns hier ein bisschen Platz. Hier sind übrigens auch viele Erze, sehr schön, direkt unterm Haus. Wer hätte das gedacht? Ja. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich halte davon überhaupt nichts, das ist widerlich. Einfach nur, wenn die sowas durchsetzen wollen. Und wie die Politiker überhaupt darauf kommen, ja, wie die darauf überhaupt eingehen können, ist mir auch eine Frage. Das ist, ich weiß nicht, ob da Deutsche hinterstecken oder muslimische Politiker, ich weiß es nicht, aber alle Tassen im Schrank können sie ja nicht haben, ohne jetzt irgendjemanden anzusprechen. Aber naja, was soll man machen? Die Politiker in Deutschland machen ja sowieso, was sie wollen, ne? Aber durchkommen werden sie damit garantiert nicht. Ich persönlich sage, leckt mich am Arsch. Da können von mir aus die Behörden kommen und meine, bitte schön die Lichterketten weg und so. Ich spiele Lucky Luke mit den Lichterketten und wickel die damit ein. Ist Privatgelände, die können mir nicht verbieten. Ich kann mir hier auch, was weiß ich, Riesen Weihnachtsmann stelle ich mir hier auf dem Dach, können die gar nichts sagen, ist Privatgelände, interessiert mich ein Scheiß, ob sich da irgendeiner aufregt drüber, ja. Und ich glaube auch alle, nicht alle Ausländischen, ich will jetzt nicht sagen, die Ausländer sind gegen uns. Ich würde mal sagen, auch viele ausländische Bürger sind überhaupt nicht einverstanden damit. Weil, naja, man kennt ja die zwei Seiten, man kennt diese Art Ausländer, die sich nur Scheiße benimmt. Ja, immer nur Scheiß macht, jeden dumm anmacht. Davon gibt es aber auch Deutsche, ja. Da ist keiner von ausgeschlossen. Da von dieser Art Menschen ist keine Religion ausgeschlossen, würde ich jetzt nur mal sagen. Boah, ich rede hier voll den Schwachsinn. Ich weiß gar nicht mehr. Das bringt mich so durcheinander, dieses dumme Thema. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, das ist Schwachsinn. Meiner Meinung nach sollten die Ausländer und die Deutschen sich da mal zusammentun.
Weil immer, was ist so schlimm daran, dass es einmal im Jahr, verdammt. Wir verbieten denen ja auch nicht das Zuckerfest oder sonst irgendwas. Also, nicht, dass ich jetzt denke, ich wäre irgendwie so ein Nazi oder sonst irgendwas. Ich habe ja nichts. Ich habe ja gesagt, ich habe auch viele ausländische Freunde. Mir geht einfach nur dieser Artikel auf den Sack, dass es angeblich wegen den Muslimen ist. Wer weiß ja nicht, ob das auch irgendwie, ob das nicht gelogen ist oder so, ob irgendein Politiker da vielleicht einen Stock im Anus hat. Aber naja. Drauf geschissen, wir spielen hier Minecraft. Politik ist eh nicht so mein Ding, ich bin unpolitisch. Ich bin auch nicht so ein Typ, der ewig wählen geht. Vielleicht gehe ich dies Jahr mal wählen, aber naja. Ich habe mich eh noch nicht entschieden, weil ob Merkel oder wer auch immer, scheiße, machen sie eigentlich alle. Deutschland geht den Bach runter und mit dem Artikel hier ist es doch jetzt wohl, ne? Perfekt, damit ist doch die ganze Sache abgerundet. Ich frage mich, wer von den ganzen Politikern sich als erstes diesen Artikel krallt und den für seinen Wahlkampf nutzt. Ja, ich bin dagegen. Wählt mich, ich werde euch das Weihnachtsfest retten. Ja, genau. So, hier kommt dann später eine Tür rein. Sieht jetzt noch ein bisschen doof aus hier. Aber naja. 16 Stein. God, wir brauchen Stein für unser Lager, aber auch Stein für den Keller. Ah, das wird ein cooler Keller. Ja, der wird cool. Hier ist auch ein Gang. Den machen wir auch so dicht. Ja, machen wir so. Nur schon mal, damit wir wissen, was Sache ist. Komm her. Schnell wieder setzen, bevor uns irgendwas attackiert. Krass, was hier so alles unterm Haus verbirgt. Nee, machen wir lieber hier die Tür. Kommen dann Stufen hin hinterher. Geile Möwe ist online. Ich vergesse immer wieder, mich auf beschäftigt zu stellen, aber naja. Im Moment ist nicht viel los, dann stört es nicht so sehr. Aber naja. Ich würde sagen, für die Folge war es das erstmal. Jetzt habe ich mich in blöder aufgeregt und bin völlig durcheinander gekommen mit meinen Worten, aber ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Also, was meint ihr? Was haltet ihr von dem ganzen Thema Weihnachten verbieten? Also, mehr als lachen sollte man eigentlich nicht darüber. Aber naja, sagt's mir in den Kommentaren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir machen unseren Keller weiter. Schauen wir mal. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Minecraft-Video. Euer Onkel. Ciao.